Mein Cousin zweiten Grades Fritz Ostermeier hat ein Konzert organisiert. Es waren professionelle Musiker, ich glaube, es war von den Symphonikern, und es waren geniale Dilettanten, die Instrumente spielten, die sie nicht beherrschen. Also zum Beispiel Hans Krankl, Cesquiti, Falco, Wilfried und unter anderem Peter Weibel. Das war eine der Erinnerungen, die mir eingefallen ist, wo ich mir gedacht habe, zu welcher Breite er in seinem Werk fähig ist, also vom Musiker bis zum Medienkünstler, vom Professor bis zum Kurator, vom Fotokünstler bis zum Schauspieler. Also ich habe die erste Ausstellung gesehen, das war in der Sezession 1981, die er kuratiert hatte und wo auch Werke von ihm waren. Und genau der Umgang sozusagen quer zu denken, also die Ausstellung hieß Erweiterte Fotografie, und es ging eben nicht um die Fotografie, wie man sie herkömmlich kennt, sondern was kann man alles mit diesem Medium machen, und das hat er nicht nur mit Fotografie, sondern eigentlich quer durch mit allen Formen von Kunstschaffen praktiziert. Ein Wüderhund.